So, ihr Lieben, frohe Ostern euch allen. Eines vorweg, dann ist das dieses Jahr direkt vom Tisch. Bitte, bitte keine Anmerkungen zum Essen auf meinem Teller. Ich meine, dieses Vegan-Ding sollte doch im Jahr 2020 endlich mal verständlich geworden sein, oder? Bitte, lieber Gott, steh mir bei. Ich meine, dass wir Eier verherrlichen, das ist das eine. Aber dass wir die dann auch noch von einem Hasen bringen lassen? Hä? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, oder? In diesen Tagen gehen aber auch echt die Osterhasen mit mir durch. Da war doch was. Dieses Trick 17, Trick 9. Covid-19! Genau. Ich darf ja gar niemanden sehen. Ha. Naja, immerhin muss ich niemandem erklären, dass ich auch von Beilagen satt werde. Stimmt's, Onkel Charlie? Ha! Ha. Sag mal, wieso bringst du eigentlich Eier an Ostern? Ich weiß auch nicht. Ich würde viel lieber Möhren bringen. Obwohl ich die wahrscheinlich alle selbst essen würde. Aber also irgendwann musst du doch mal auf die Idee gekommen sein, ich bring den Kids jetzt, okay, verpiss dich einfach wieder. In diesem Sinne, frohe eierlose Ostern, ihr Banausen. Ich mach mir jetzt was Veganes. Alle Möhren versteckt.